Das Wetter ist fantastisch, das Wochenende steht vor der Tür und es sind auch noch Sommerferien. Also alles richtig gute Gründe für einen Ausflug. Und wo ist es bei der Hitze am angenehmsten? Ganz oben in den grünen Baumwipfeln zum Beispiel. Der Baumkronenpfad auf dem Hohe Rootskopf, der ist ein hessisches Highlight. Und ein Highlight wiederum dort will jetzt gleich meine Kollegin Christine Siepe ausprobieren. Christine, meine Liebe, was hast du vor? Ja, ich wage den Sprung in die Tiefe. Das sehen wir gleich weiter. Also wir sind hier auf einem Sprungturm. Hinter mir sieht man schön die Wetterau. Im Vogelsberg sind wir hier auf dem Hohe Rootskopf. Und bekannt und beliebt ist es ja hier auch für die Entspannung. Also gerade jetzt in der Ferienzeit kommen hier viele Leute her und besuchen den Kletterwald oder die Sommerrodelbahn oder auch den Baumkronengipfel, wie du schon genannt hast. Einmalig in Europa übrigens in dieser Art. Und eine ganz neue Attraktion gibt es jetzt seit August, seitdem die Sommerferien angefangen haben. Und zwar ist das ein Sprungturm. Da werfen sich die Leute von 9 Metern auf ein überdimensionales Kissen runter. Und dafür muss man natürlich erstmal angewiesen werden, weil es nicht ganz ungefährlich. Und das übernimmt hier der Louis Rahn. Hi. Louis, wie kamt ihr denn dazu, jetzt hier noch so einen Sprungturm aufzubauen? Ja, die Idee kam natürlich von meinen zwei Chefs, dem Christoph und dem Stefan. Und es ergänzt das, was wir oben schon haben, mit dem Kletterwald, der Baumkronenpfad, der Minigolfplatz und im Kletterwald an sich haben wir schon einen kleinen Sprungturm, wo man allerdings durchgehend gesichert ist. Das heißt, dann wird man ein bisschen abgeseilt. Und hier ist natürlich nochmal das Extreme für die wirklichen höhenbegeisterten Adrenalin-Junkies, wo sie wirklich komplett frei in 9 Meter tief auf ein 10x10 großes Luftkissen einfach nur springen. Was muss man dabei beachten? Wichtig ist nur, dass man beim Landen die Hände vor den Körper nimmt und in Rückenlage springt. Das heißt, man sollte auf jeden Fall vermeiden, ganz gerade auf den Beinen zu landen, sondern wirklich das Gewicht auf seinem Körper abzufangen und dann kann nichts schief gehen. Und wir haben ja auch eine, die das jetzt nochmal vorführt. Ne? Du machst das nochmal. Ich werde mich in der Zwischenzeit schon mal verabschieden und zwar eine Etage tiefer. Man kann nämlich auch von 6 Metern runterspringen und verabschiede mich mal schon im Bild. Währenddessen zeigt ihr schon mal, wie das geht und ich erzähle noch mal kurz weiter. Und zwar steht dieser Sprungturm hier nur noch bis September. Also die ganzen Ferien über kann man hierher kommen, die Attraktion besuchen. Man muss mindestens 8 Jahre alt sein. Mit 12 Jahren kann man hier auch von dem 9-Meter-Türmchen springen. Und dann verabschiede ich mich auch. Ich springe jetzt sofort auch mal von den 6-Meter-Turm. Und das war live vom Hohe Rootskopf, Christine Siepe.